Hallo, das heutige Filmchen möchte ich einem der besten Fahrzeuge widmen, das die Bundeswehr gehabt hat. Fast so wichtig wie der Leopard 2. Und zwar geht es um den Mercedes 2-Tonner, den sogenannten Gemüselaster im Soldatenjargon. Im Zivilen hieß er Düsseldorfer, weil das Modell in Düsseldorf gefertigt wurde. Es nennt sich L508D, das Modell. Hatte 80 PS, 3,8 Liter Hubraum, einen Verbrauch von 12,1 Liter, also sehr sparsam, war hinten zwillingsbereift. Hatte eine angedeutete Motorhaube und war sogar im Gelände sehr gut unterwegs, wenn ein bisschen Last auf der Hinterachse war. War ein Direkteinspritzer, somit ist er im Winter super angesprungen und das Auto war so vielseitig einsetzbar und war so wichtig. Das Auto wurde eingesetzt, um die Wärmebehälter mit Essen ins Gelände zu fahren, Munition zu transportieren, Schlauchboote, aber auch Personaltransport wurde durchgeführt mit Sitzbänken auf der Ladefläche. War wesentlich schneller wie der Unimog, der 2-Tonner GL, der den nachher abgelöst hat, und war einfach das Arbeitstier der Bundeswehr. Fünfganggetriebe, hat sich sehr gut schalten lassen im Vergleich zum Unimog und war sehr, sehr beliebt. Wir haben das auch benutzt. Wir haben einen gehabt bei uns in der Instandsitzung, um Material einzukaufen, zu fahren. Man hat es genutzt, um Getränke zu holen. Man hat es in der NATO-Pause genutzt, um Brotzeit zu holen. Es war einfach das Universalfahrzeug von uns. Das ganze Fahrzeug hatte einen ganz gefährlichen, kritischen Punkt, und zwar waren es die Bremsen. Wenn das Fahrzeug kalt war am Morgen, dann musste man das ganz, ganz behutsam anbremsen, die Bremsen warm bremsen. Wenn man nämlich bei kalter Bremse ein bisschen zu fest draufgestiegen ist, dann hat das Ding eine Vollbremsung hingelegt. Und das war so eine richtige Krankheit. Und wenn man hinten die Kameraden auf der Ladefläche gehabt hat, auf der Holzbank, dann hat es die sauber durcheinander gewürfelt. Also da muss man richtig, richtig vorsichtig sein. Kleine Geschichte, wir waren mal mit dem 2-Tonner unterwegs, der hatte mal drei Sitzplätze gehabt, zwei auf der Beifahrerseite, eine auf der Fahrerseite, aber wir haben natürlich regelmäßig mehr Personal in der Kabine transportiert, das waren dann oft drei oder vier, die sind dann mit dem Hintern auf dem Armaturenbrett gesessen, zwei Stück, und da sind wir mal unterwegs gewesen in der Kaserne und da hat sich da so eine kleine Rangelei auf dem Beifahrersitz entwickelt, wie es halt so ist bei 18-, 19-Jährigen, die haben halt ein bisschen kanzelt, wie man sagt in Bayern, und einer hat dann die Winkerkelle genommen und wollte dem anderen so eine draufklopfen und schlägt daneben und trifft die Windschutzscheibe mit der Kante. Peng, war die Scheibe kaputt. Was machen? Das verkauft er im Hauptfeld mal, warum die Scheibe kaputt gegangen ist. Gut, dann war die Ausrede, wir sind über die Bahngleise gefahren, die bei uns quer durch die Kaserne gingen. Da war so eine Rampe da, wo man Material ein- und ausgeladen hat. Und das war ein ziemlicher Huckel. Und dann haben wir gesagt, wir sind drüber gefahren und dann hat es Batsch gemacht, also Materialverspannung. Ja, ob es unser Hauptfeld abgenommen hat, es wurde nachher so geschrieben, die Schadensmeldung, und es ist nichts passiert. War natürlich momentan ganz schöne Aufregung. Der Motor war auch so platzsparend angebracht, dass man die Kabine klein gehalten hat. Der war so zurückversetzt zwischen Beifahrer und Fahrer in der Fahrerkabine montiert. Da konnte man innen dann die Haube zur Wartung aufmachen, ist dann ganz gut hingekommen. Wurde auch als Sanker ausgeliefert. 1967 ist das Ding entwickelt worden und auf die Straßen gekommen, und 1972 hat die Bundeswehr das Modell in großen Stile gekauft und eingesetzt. Momentan sieht man keine mehr fahren. In der zivilen Welt ist nicht viel übrig geblieben. Stehen auch selten welche drin. Ich habe mich jetzt mal schlau gemacht, wollte mal schauen, was ein Ding kaufen kann. Hauptsächlich als Wohnmobil werden die Dinger noch umgebaut. Ein Aufbau hinten drauf, oder wenn der Sanker-Kastenwagen war, ausgebaut. Also waren sehr zuverlässig, kann man auch nachlesen. Sind Leute in der ganzen Welt unterwegs gewesen mit ihnen als Reisemobil. Das war's auch schon wieder. Wollte ich lange machen, das Fahrzeug hat ein Video verdient. Ich habe leider nicht so viele Aufnahmen, ein paar habe ich.
wo ich mit dem Ding drauf bin. Habe natürlich auch geschraubt an dem. Und habe es täglich gefahren. Deswegen habe ich da eine gewisse Verbindung zu dem Fahrzeug. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Kleines Bundeswehr-Video. Alte Bundeswehr. Viele von euch werden das Ding noch kennen, jetzt wo ich es euch erzählt habe. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr mit dem Fahrzeug erlebt habt. Wir haben das auch immer dabei gehabt bei der Wasserausbildung, wenn wir mit den Schlauchbooten die Isar gefahren sind. Haben wir die Schlauchboote transportiert, den Grill. Natürlich hat man noch einen Träger Bier dabei für die Mittagspause. Ja, schöne Zeiten. Ciao, Servus, bis zum nächsten Mal.